Hi Leute, willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich werde heute ein lustiges Video für euch machen. Nämlich meine beste Freundin pranken. Zwar die Angelika. Sie war bei meinem letzten Video mit mir dabei. Wir haben ein deutsches Video gemacht. Logisch. Ist egal, das ist nicht unser Thema. Ich werde heute die Angelika pranken. Ich habe auf Insta eine Story gepostet. Also welches Thema ich nehmen soll. Und niemand hat mir zurückgeschrieben. Dann habe ich auf WhatsApp jemand noch geschrieben. Meine Freundin oder meine Freunde oder so. Dann hat mir der Julian zurückgeschrieben. Julian hat gesagt, dann ich soll einfach sagen, dass ich umziehe und nicht mehr sie sehen werde. Ich werde sagen, dass ich nach Türkei umziehe. Ist logisch, gell? Ich werde jetzt Angelika schreiben. Angelika, wir müssen reden. Dann werden wir halt reden, hoffentlich. Also werde ich sie dann anrufen. Das wird voll geil sein. Ich schreibe jetzt. Es ist so arg laut drinnen. Ich weiß nicht mehr. So, hab's gesendet. Zoom doch! Danke! Ich hab keine Ahnung. Warte, sie schreibt. Ich habe geschrieben, ich rufe dich an. Sie schreibt. Ich rufe sie jetzt an. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Hallo? Angelika? Ja? Ich muss dir etwas sagen. Über einen Jungen oder nicht? Nein. Mann, lass mich. Ich bin jetzt voll traurig. Ich kann jetzt weinen. Okay, komm, sag. Angelika, ich werde nach Türkei umziehen. Ich schwöre. Ich schwöre. Warte, ich rufe dich auf die Liste an, okay? Okay. Nein, ich hab jetzt keinen Bock auf Videochat. Ich sehe einfach so hässlich aus, weil ich weine. Warte, jetzt. Aber ich will. Angelika, bitte hör auf damit. Ja, aber meinst du das ernst? Ich schwör. Wieso musst du umziehen? Wegen meines Vaters Arbeit. Ich kann jetzt weinen. Ich fahre morgen in der Früh los. Ich glaube dir irgendwie nicht. Warum nicht? Habe ich dir so oft gelügen, oder was? Du hast mir oft Scheiße gemacht. Ja, aber das ist echt kein Scherz. Über diese Sache kann ich gar nicht Scherz machen. Das tut mir so leid. Okay. Angelika, ich fahre morgen los. Wir können uns nicht mehr sehen. Also ist das jetzt echt? Ja, ich fahre morgen mit meiner mit meinem Vater und mit meiner kleinen Schwester. Meine Mutter wird hier bleiben, bis die Schule halt offen sind. Dann wird sie mit Schule reden, dass ich als halt umziehe. Dann wird sie auch dann nach Türkei mit Flugzeug fliegen. Ich fange gleich an zu weinen. Ich weine, wo ich nach Hause gekommen bin, hat mein Vater das mir gesagt. Ich habe so viel geweint. Meine Augen sind schon rot wegen Weinen. Durch das
Gruppe erzählen? Nein, warum sollst du das jetzt? Ich werde eh jetzt gleich Gruppe schreiben. Oh mein Gott. Mir geht's nicht gut, einfach nicht. Und wieso machst du uns hin? Wegen meiner Vaters Arbeit. Und was mit seiner Arbeit hier? Ja, deswegen muss er uns umziehen, weil meine Vater arbeitet, ist eine Firma von einer Türke und dieser Chef, halt dieser Mann, Besitzer von dieser Firma, hat gesagt, dass alle nach Türkei gehen sollen, wenn die bei dieser Firma weiterarbeiten wollen, weil diese Firma auch nach Türkei umzieht. Oh mein Gott. Kann er keine andere Arbeit suchen? Ja, er arbeitet bei dieser Arbeit seit 13 Jahren oder so. Ich bin so traurig, wir können uns ab heute nicht mehr sehen, einfach nicht sehen. Ich packe gerade meinen Koffer ein. Oh mein Gott. Es tut mir leid, unsere Freundschaft dauert nur 1,5 Jahre. Und willst du nicht mitkommen? Ich kann nicht halt mitkommen. Und wo willst du in die Schule gehen? In der Türkei. Weinst du gerade? Ich denke gerade nach. Warum? Nicht, was ich dann mache. Ohne mich. Ohne dich wird dieser Leben, hab ich halt keinen Spaß. Ich glaube, du machst Scherze, aber irgendwie auch nicht. Warum denkst du sowas? Soll ich dir jetzt ein Foto auf Insta schicken, wie mein Gesicht ausschaut? Ja. Warte, ich schick's gleich. Wieso muss ich lachen? Obwohl ich voll traurig bin. Muss ich lachen. Schau, wie mein Gesicht gerade ausschaut. Lach nicht, ich bin sehr traurig. Ich muss jemanden, dass ich alles erzähle, finden. Na, über was dann? Ich sag, schau, weißt du, was noch passiert ist? Angelika, weißt du, was noch passiert ist? Das ist ein Prank. Ich wusste. Weißt du was? Das ist YouTube-Video. Echt? Ich mache gerade Video. Weißt du, wer dieser Thema mir gesagt hat? Dieser mit Umziehen oder so? Wer? Julia! Mach mal das nochmal, okay? Nein! Bist du behindert? Das wurde schon aufgenommen. Ach so. Aber das war sehr geil, du hast mir geglaubt. Ja, ich hätte fast angehört zu weinen. Ist egal, das wäre ein Scherz. Hoffentlich ziehe ich nicht mehr. Ich wäre jetzt los. Sollte dich gerade fragen, ob ich zu dir fahren soll. Ja, siehst du, ich kann Schauspielerin werden.
Ist egal, auf Wiedersehen. Aber die fährst du nach Türkei oder nicht? Nö. Nein? Nein. Jo, wir können uns treffen oder du kommst zu mir, ich komme jetzt. Ist egal, tschüss, auf Wiedersehen. Ja. Okay. Tschüss. Bye. Bye. Wenn man kam, dieser Foto von mir. Ja, wir gerade. Lachen, Was war das? Leute, ich muss euch was sagen. Nichts, ich muss nichts sagen. Oh, das war so geil. Sie hat mir geglaubt. Sie hat gesagt sogar. Sie hat gesagt, dass sie mich fragen sollte, ob sie zu mir fahren soll. Und dieses Foto war echt voll hässlich von mir. Das war hässlichste Foto von mir. Ist egal. Das war ein geiles Video mit Angelika. Danke, Angelika, dass du mir geglaubt hast. Danke. Und danke, Julian, dass du mir so ein Thema gegeben hast. Ist egal. Leute, vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und nicht abonnieren. Ich glaube, das war ein geiles Video mit Angelika und mit meinen Abonnenten. Ist egal, halt so. Ich mag euch alle und auf Wiedersehen bis nächstes Video.